Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. Die Akte. That was your mother. Was? 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 Ach du Scheiße. Deswegen auch die Haarfarbe. Ich hab doch gesagt, da ist irgendwas mit der Haarfarbe komisch. Lol. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun. To distract our hearts from ever missing love. But I'm forever missing him. And you call. Ist definitiv nicht Mama Edition. Wo steht es? Keine Ahnung, stand da gerade dran. Ich glaube, die ganze Zeit unten drunter. Alter, heftig. Also, ich dachte, dass er jetzt irgendwie versucht, zumindest ein Kartell zu unterwandern, irgendwas damit zu tun hat. Ja, ja. Oder sonst was in der anderen Frage ist, warum war sie jetzt in der Akte damit drin? Na gut, ich denke mal, dass die kriminell geworden ist. Oder vielleicht schon kriminell war. Deswegen vielleicht auch unterwegs erklärt. Wie alt sind die? Also Rachel und Chloe? Spielt 3 Jahre vor Teil 1. Dann müssen sie so 16 haben sein, schätze ich. Das heißt, jetzt nach 16 Jahren kriegt sie mit, dass es gar nicht ihre leibliche Mutter ist? Ja. Ja, es ist schon. Also ich habe echt gedacht, dass so irgendwas mit den Drogenverbindungen dauert, aber... Damit habe ich es halt gedacht. Nee. Ich habe mich schon mal gefragt, sag mal, warum ist die blond? Finde Brigitte hat keine blonde Haare. Er dachte, ja gut, Max hat auch dunkle Haare, später helle Haare. Ja, gut, aber das ist ein Spiel, wer achtet denn auf sowas? Ist mir halt aufgefallen. Toll, Chloe hat blaue Haare. Wieso ist ihr Farbe. Daddy grau und Mutter dunkel? Ja, ach nee. Aber da war es ja mega offensichtlich. Alter, krass. Also ich habe zwar schon geahnt, dass noch was mit der Frau kommt, aber damit habe ich nicht gerechnet. Aber keine weinerliche Folge. Nee, also es war zwar ein bisschen
war, hatte ich glasige Augen bekommen in der Stelle, wo sie auf der Straße beide waren und haben sich geküsst. Das war echt süß und echt nett gemacht. Aber so jetzt, dass ich wirklich hier den Atem nicht mehr sagen konnte, dann war jetzt Gott sei Dank nicht so. Aber ich hasse die Entwickler für das Theater. Welche Gruppe hat gewiss ja nicht ein Problem gehabt. Ha? Wenn die nicht gedacht, dass die sowas machen würden, hätte ich ein Problem gehabt bei der Aufführung. Ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt, also... Wie gesagt, du wärst wahrscheinlich einfach reingelaufen. Ich wäre wahrscheinlich einfach blind drauf los, ja, und hätte dann... Weil, alles da. Ich habe erst gedacht, ja gut, dass der Auswahl kommt, war ja klar. Aber dass du zum Beispiel allein bei dem Schloss keine Auswahlmöglichkeiten hattest. Dann dachte ich, okay, mach die Notizen, sicher ist sicher. Ja, das mit dem Lichterding, da hätte ich jetzt auch ein Foto gemacht, weil das war schon so offensichtlich irgendwie so. Was genau die fehlt und da ist. Ja, genau. Also da hätte ich vielleicht ein Foto gemacht, aber dass ich dann bei der Aufführung nachher auch noch. Oh, krass, ne. Vor allem bei so viel Text hätte ich mir ausgedacht. Nee, da dachte ich, sicher ist sicher. Das traue ich denen zu. Aber wieder beim. Episode 1. War eine Aufführung, wo es dann quasi unterschwellig irgendwas vermittelt wurde. Ja, genau. Ich habe es am Anfang erst gar nicht gerafft. So die ersten zwei, drei Mal habe ich es erst gar nicht gerafft. Ach ja. Jetzt dauert es nur 6 bis 8 Wochen, bis Episode 3 rauskommt, ne? Ja gut, 6 Wochen allgemein und wir haben es ja jetzt leider ein bisschen rausgezögert. Das heißt, es wird jetzt noch 6 Wochen vielleicht zu laufen oder sowas. Ja, 8 Wochen normalerweise und dann 6 Wochen jetzt noch. Dann kommt die letzte und dann gibt es ja noch die Bonuskapitel. Yay, das ist die Frage, wann das kommt. Ob es auch 6 bis 8 Wochen dauert oder ob die es separat nochmal irgendwann vorher vielleicht. Lass mal so drin, alles klar. Na gut, es kommen dann noch gleich die Dingensens. Okay, bis gleich, machen wir einen Cut. We'll be right back.
Ja, so, 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 am Ende angekommen. Haben wir nochmal unsere Statistiken natürlich? Jo, was hatten wir getan, was hat man nicht getan? Ich sehe schon, wir haben uns sehr für die Mehrheit entschieden. Du hast die Schuld für Rachel auf dich genommen, wie 78%, das geht ja. Ja, also. Du hast deine Tasche auf Davids Nachdruck geleert. Haben auch viele gemacht. Hm. Du bist bei Mikey geblieben, haben auch die meisten gemacht. Ja, genau, genau. Und den Kuss, ja. Also war eindeutig die Mehrheit. Ich behaupte mal, dass es gut ist. Wobei es wahrscheinlich erst gegen Ende zeigen wird. So ist das. Guten Teil zumindest. So, die kleineren Sachen gibt es doch meistens auch noch irgendwo. Keine kleinen Dinger diesmal? Nächstes Kästchen? Nee, das war ja vom ersten Kapitel. Kästchen? So. Ich hab's gerade gesagt, ja, das ist schön, wenn man mir zuhört. Ja, ja. Ja. Du hast eine mit Zettel bedeckte Schrift, die man kaum lesen kann, über das Stück geredet. Ah, das war der, ich hab vergessen, wie der Typ heißt. Jo. Der, wo Rachel hast. Elliot, genau. Elliot. Zum Stück gehen, dagegen entschieden, die meisten haben gesagt, vielleicht. Geweigert nur anzufangen, die meisten haben zugestimmt. Passt auch. Du hast den Single-Mann nicht auf das Armaturenbrett des Trucks gestellt. Was? Das ging? Ach so, okay. Okay. Du hast deine Schuld mit Frank nicht beglichen. Hä? Ach so, nee, das ist ja ganz am Anfang. Weil wir das Geld, ja. Ja, genau, ja. genau. Hätten wir das Geld behalten und bei ihm nichts gekauft, hätten wir jetzt das Ding machen können. Und in Teil 1 natürlich das Geld nicht der Mutter zugesteckt. Richtig, richtig. Das gab's auch noch. Du hast Steph nicht gesagt, dass Rachel Single ist, wie die meisten. Jo. Du hast Drew das Geld nicht zurückgegeben, wie die meisten. Also war es doch gar nicht mal so scheiße. Weil im Endeffekt machen wir das, was wir machen sollen und ziehen uns selber nachher aus dem Dreck raus. Ja, ja, klar. Du hast Samantha keinen Rat gegeben. 43%. Wow. Krass. Wahrscheinlich haben es viele einfach nicht gemacht, sind bloß durchgerusht. Wird wahrscheinlich genügend geben. Du hast Samantha gesagt, Nathan zu meiden. Ja, würde ich auch machen. Gab's eigentlich? Du erinnerst dich doch an Teil 1 an den Schrank mit den ganzen roten Ordnern, ne? Gab's da eine Samantha? Oh, keine. Ja, die Samantha gab's. Ja, ja, ja. Oder war die noch in der Klasse irgendwo? Also ich weiß, dass es eine Samantha gab, aber ob da jetzt eine Akte von ihr drin war, weiß ich nicht. Frage ich mich gerade so. Du hast... Ja, ruhig Handy. Was machst du denn? Ja, das Handy macht... Wieso denn? Was weiß ich, ist mir egal. Du hast Samantha gesagt, Nathan Raum zu geben. 23%. Du hast Samantha gesagt, Nathan zu helfen. 31%. Ja, Platz 2 finde ich in Ordnung. Aber ich denke mal echt, dass die meisten einfach vorbeigerannt sind. Oder sich an Teil 1 haben und gesagt, lass den Ficker allein sterben. Ja, ich glaube auch. Du hast Victoria ermutigt, am Stück teilzunehmen. Weißt? Das hätte ich nie gemacht. Nein, niemals. Sie war in Teil 1 schon so eine Kuh, dann und jetzt auch noch, also nein. Nee, vergiss es. Du hast Victoria vor dem Stück ermutigt, du hast Victoria ein Stück konfrontiert, vor dem Stück ausgetrickst. Immerhin 34%. Ja, also. Platz 2 finde ich in Ordnung. Du hast gesagt, dass du eine Autoreise machen möchtest. Du hast Rachel gesagt, dass du nach New York möchtest. Ja, New York. Die meisten haben echt gesagt, L.A. Die hat irgendwas erzählt gehabt, ich war mir nicht mehr sicher, ob es New York oder L.A. war. Nein, es war New York, war das, ja, ja. Die hat gesagt, sie käme aus L.A., glaube ich, ne? Ja, ja, das war die Lüge, glaube ich. Ja, ja. Und dass sie eigentlich nach New York wollen würde, ja, so war das. Rachel hat ständig mein Abendessen angegriffen. 73% haben es, was? Achso, 73% hat darauf gewartet, bis Rachel explodiert. Ja, wäre mit Sicherheit auch interessant gewesen, aber... Es ist Chloe. Das wundert mich nicht, wenn die mal platzt. Die ist ja so mit so einer kurzen Lunte geboren. Ah, das war doch aus Teil 1, genau. Ja, genau. Gut, dann war's das, wa? Na, jetzt kommt noch das Endding für die nächste Episode. Stimmt. Ah, das ist jetzt ganz spannend. Shit! 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 Okay, das ist absolut nichtssagend. Ja, absolut. Es sagt, sie kriegt das Auto zum Laufen. Ja, mit Sicherheit. Aber auch irgendwas mit Shit, das heißt, sie muss schnell weg. Sie hat mal wieder Scheiße gebaut. Mit Sicherheit. Das wundert mich jetzt nicht.
Na gut. Was mich jetzt aber wundert, beim letzten, vom ersten... Das war aus, ob es bei ihrem Zimmer gewesen wäre, wo er nach dem Geld schreit, ne? Ja, ja, aber was war das für eine Szene? Das war da, wo der Damon das Geld wollte. Ich sag, gib mir das fucking, my fucking money. Ah, dann war das das. Ah, okay. Das war okay, das, okay, genau. Okay, okay. Aber ich hab gedacht, das wäre bei ihr am Zimmer gewesen. Ja, vor allem dachte ich auch, dass das der Frank gewesen wäre und hab nicht ich auch der, gedacht. Der Damon. Gut, vom Damon wussten wir bis zu dem Zeitpunkt noch nichts. Stimmt, stimmt. Ja, ein Bild fehlt uns, glaube ich, noch, oder? Und das kommt, glaube ich, in der Episode. Ja. Und da wird 100 pro noch was mit der Mutter kommen. 100 pro. Ich glaube auch. Darauf wette ich. Darauf wette ich mein ganzes nicht vorhandenes YouTube-Geld. Ja. Yeah. Alles klar. Er hat's gesagt, nicht ich, also bin ich aus dem Schneider. Besucht in der Hinsicht Korax LP auf seinem YouTube-Kanal und zieht ihm das Geld einfach so aus der Tasche. Das nicht vorhandene Geld, alles klar. Bis dahin wünsche ich euch noch was und ja. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.